Ich bin echt gerade frustriert und deswegen habe ich auch diesen schönen Hintergrund einfach mal gemacht, damit man ein bisschen eine schöne Stimmung bekommt. Sonne und Meer, auch wenn es gar nicht so sehr möglich ist. Huch, mein Magen knurrt. Auch wenn es jetzt noch gar nicht so sehr möglich ist, vielleicht mit Sonne und Meer. Wer weiß, wer weiß. Aber warum ich frustriert bin, das ist, weil ich hatte gerade so ein schönes Video gemacht. So ein ganz tolles mit einer Energieanalyse von den Osterfeiertagen, von der Osterenergie in Bezug auf die Portaltage und auf die aktuelle Zeit. Und das ist so wichtig, das zu wissen, denn da in diesem Video, da bekommst du so viele Einsichten und auch einen Überblick über das ganze Geschehen. Ja, okay, also wollen wir hoffen, dass es klappt. Also, als ich es hochgeladen hatte, hat YouTube geschrieben, es wird überprüft und es kann sein, dass es nicht sichtbar wird. Also es heißt dann, dass es gesperrt ist. Aber vielleicht ja auch nicht. Wollen wir mal gucken. Ja, drückt mir die Daumen, dass es klappt. Und erfreut euch an dem Meer, an dem Hintergrund und ja, habt seid guter Dinge. Die große Frage ist in diesem Video das goldene Zeitalter. Hat ja aufgehört. Ne? Wir sind ja seit 2 Jahren ungefähr in dieser Corina-Phase. Und die ist auch nicht wegzudenken. Die ist einfach da und die lässt sich diese, wie soll ich jetzt, ich sage mal ganz schnell Viren, wie soll ich das mit einem anderen Wort jetzt umschreiben? Aber ihr wisst, was ich meine. Dieses ist nicht mehr wegzudenken. Das ist etwas, mit dem wir leben werden und was einfach zu uns gehört. Und deswegen heißt es, unser Leben überdenken und deswegen heißt es auch, es beginnt die Corina-Zeit, das Corina-Zeitalter mit einem neuen Lebensgefühl innerhalb der Übergangszeit zu einem noch besseren Zeitalter, zu der neuen Welt. Und wir stecken jetzt also in der Übergangsphase erstmal und sollten einfach gucken, wie wir da gut durchkommen. Wichtig ist es, wenn man sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet, dass man also nicht wie das Kollektiv denkt, also nicht in 3D denkt, sondern sich eher mit der Seele verbindet und dann von der höheren Weisheit der Seele das Leben betrachtet, dann wird alles viel leichter. Im Moment ist es ja so, dass die Menschheit sich sehr einschränken lässt in ihrer Freiheit mit unsinnigen Maßnahmen, unsinnigen Erklärungen und das wird nicht ewig so weitergehen. Ich hatte in der April-Analyse ja gesagt, es ist ein Brodeln zu spüren, ein Brodeln im Kollektiv und dieses Brodeln, das schürt den Drang nach Freiheit. Und es gibt einen Punkt, wo dieses Brodeln platzt und dann eben sich diese ganze Energie, diese unterschwellige Unterdrückungsenergie nach außen geht und ja, endlich dann Veränderungen für die Menschen hervorbringt. Aber das müssen die Menschen selber machen. Und das ist dieses Brodeln, was da eben unterstützend, als unterstützende, positiv zu werdende Energie darstellt. Die Corina-Zeit oder das Corina-Zeitalter ist einfach nötig, damit sich was verändern kann. Und diese ganzen Einschränkungen, Einschneidungen, die wir gerade alle noch hinnehmen, sind von der Angst getragen. Von dieser unterschwelligen Angst, die Angst vor dem Sterben. Und wenn du beginnst, mit über deine Seele das Leben zu betrachten, dann erkennst du doch als spiritueller Mensch, dass die Seele ewig lebt und dass der menschliche Körper, der ist sterblich und dass immer wieder die Wiedergeburt, dass die schon ewig stattfindet. Und dies zu erkennen und dann auch zu wissen und dann mit diesem Wissen, also von der Seele aus betrachtet, die jetzige Situation, die aktuelle Situation zu betrachten und zu fühlen, das gibt dir einen Abstand. Es gibt dir den nötigen Abstand, denn du bist
nicht mehr im Kollektiv, wenn du mit dieser Denkweise agierst, sondern du befindest dich im höheren Bewusstsein und weißt, dass diese Phase, die im Moment passiert, vergänglich ist. Dass das eine Lebenserfahrung ist für die Menschen, durch die wir durch möchten, weil wir uns ja entschieden haben, das alles durchzumachen, das alles, die Erde in die höheren Dimensionen der Liebe zu bringen. Und von daher ist das Verständnis der Seele dann auch da, die sagt, du, das ist jetzt in diesem Leben so. Und wenn dein Körper stirbt, dann steigt die Seele ja wieder auf in die höheren Ebenen und trifft sich mit Seelenpartnern, um zu besprechen, was dann kommt. Also das ist ein Bereich, der jetzt für dieses Leben im Moment vielleicht schwierig ist, aber er ist vergänglich. Und mit diesem Wissen erreicht man eine Neutralität. Und mit dieser Neutralität, wenn man es schafft, mit dieser Neutralität die aktuelle Lage zu betrachten, kommst du sehr gut dadurch. Denn dann nimmst du jeglichen Dingen, die durch Angst geschürt werden, die Kraft, weil du eben neutral bist und weil du weißt in deiner Seele, ach ja klar, es ist eine Lebenserfahrung, die Erde ist ein Schulungsplanet, wir wollten das alles erleben und man kommt dadurch besser durch diese Zeit. Und das goldene Zeitalter, ich glaube, wir haben es gar nicht so richtig zu schätzen gewusst, was wir da hatten. Und jetzt sind wir in dieser Lage im Corina-Zeitalter und müssen alles uns erstmal neu sortieren und unsere Stellung in diesem Zeitalter finden, unsere Bedürfnisse neu ordnen. Es ist eine große Chance für einen Neubeginn, denn alte Strukturen, welche nicht in der Liebe getragen sind oder aus Liebe bestehen, die halten nicht durch. Das heißt also, eine große Neuorientierung ist angesagt und die fällt uns auf jeden Fall viel leichter, wenn wir das aus der Seelenhöhe, aus dem Bewusstsein der Seele betrachten und nicht in den kollektiven Energien, also nicht aus der kollektiven Energie heraus betrachten, sondern tatsächlich von oben, von deiner Seele her betrachtet, dann hast du die Neutralität und dann hast du auch durch diese Neutralität diese Einstimmung oder diese Energie, wo du oder mit der du gut durchs Leben kommst, weil du dadurch aus der Angst raus bist und auch aus der unbewussten Angst. Denn überleg mal, wenn du jetzt gegen etwas bist, dann siehst du ja die negative Seite. Und sobald man die negative Seite sieht, verstärkt man diese Energie. Und dann kann es sein, dass negative Dinge erst recht geschehen, weil man das unbewusst bestärkt hat. Und das wollen wir ja als Lichtarbeiter überhaupt nicht. Und wenn du jetzt aber von der Seelenebene das alles betrachtest, dann wirst und dadurch neutral bist, gibst du negativen Dingen keine Energie mehr. Und darum geht es mir, dir das heute einfach auch ja irgendwie bewusster zu machen. Je mehr du neutraler bist, umso mehr kann sich das Gute vollenden, kann das Gute, Positive sich ausbreiten. Aber je mehr du gegen etwas ankämpfst, dagegen bist, da denkst du ja in dem Moment immer an das Negative und gibst diesem negativen Kraft durch deinen Kampf. Ich meine jetzt nicht die Aktion, in dem Moment jetzt meine ich tatsächlich nur die Denkweise. Und wenn du versuchst, vielleicht jetzt mal eher neutral zu sein, ergibt sich eine ganz andere Energie, wo du tatsächlich das Positive eher unterstützt. Natürlich das Positive anschauen, ganz logisch, gibt dem Positiven Kraft. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du natürlich dann aus der Denkphase heraus bist und in die aktive Phase hineingehst, dann kann es schon passieren, dass durch dieses Brodeln, ich hatte ja für April eine Energieanalyse gemacht,
einen Energietendenzbericht. Und für den April ist also dieses Brodeln, diese Kraft, die in vielen Menschen kocht, zu Wut und aus dieser Kraft und Wut und dieser Ohnmacht auch, also dieses, da kann sich dann das Aktive entwickeln und durch Taten viel geändert werden. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass du mit deinen Gedanken alles steuerst, unbewusst meistens. Und das kann man ja bewusst tun, bewusst in eine andere schöne Richtung lenken. Und daher ist es wichtig, sich mit der Seelenebene zu verbinden. Wir sind ja alle Lichtarbeiter und du bist auch ein Lichtarbeiter, sonst würdest du ja gar nicht jetzt hier sein und diese Sendung anschauen. Also bringen wir zusammen das neue Zeitalter über die Übergangsphase der Corinna-Zeit in diese positive Schwingung, sodass ich aus der aktuellen Situation so etwas gestalten kann, in der wir dem neuen Zeitalter Platz machen. Und dadurch müssen wir eben durch diese schwierigen Situationen durch und diese Freiheit lassen wir uns im Moment viel zu sehr nehmen. Und deswegen dieses Brodeln. Und durch dieses Brodeln wird sich einiges ändern. Im April sind die Weichen gesetzt, auch über die 10 Portaltage. Wir sind ja voll in den Portaltagsenergien drin. Und das sind alles unterstützende Energien für uns von der geistigen Welt, um uns aufmerksam zu machen. Hilfe ist da. Öffne deinen Geist für die höheren Ebenen, verbinde dich mit deiner Seele, sodass die Corinna-Zeit einfach viel schöner wird. Dass die Corinna-Zeit uns dahin führt, wo wir alle hinwollen, nämlich in das neue Zeitalter hinein, was danach aber erst kommt. Jetzt ist die Übergangsphase und da müssen wir durch und das wird noch einige Jahre dauern. Das ist nicht in einem Jahr ausgestanden. Vor allen Dingen, weil ja die Konsequenzen der Corinna-Zeit einfach da sind. Ich will jetzt das V-Wort nicht sagen, ihr werdet es verstehen, dieses V-Ding, das ist da, das wird nicht mehr weggehen. Ja? Und dadurch wird sich unser Leben so hingehend ändern, dass wir uns damit arrangieren, aber nicht mit Freiheitseinschränkungen, das geht nicht. Damit geben wir ja unser Leben letztendlich auf. Freiheit ist das Wichtigste. Das hat uns die geistige Welt als Gut gegeben, diese Gedankenfreiheit, die Willensfreiheit. Und das können und sollten wir uns auch nicht durch die Politik nehmen lassen. Und es werden auch noch die richtigen Menschen kommen, welche uns dann unterstützen, tatsächlich in die neue Freiheit hineinzugehen. Also ist alles immer möglich und es liegt an jedem Einzelnen von uns, dies zu unterstützen und zu fördern. Und in diesem Fall freue ich mich tatsächlich auch auf die Corinna-Zeit, denn daraus kann etwas Wunderschönes entstehen und es liegt an uns, dies hervorzubringen. Und jetzt möchte ich gerne noch eine schöne Meditation mit euch machen. Vielleicht gehen wir in dieser Meditation mal ans Meer und kreieren eine wundervolle Zeit nach der Corinna-Zeit. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Freude, werde mich noch einsprühen beim Ursprungslicht mit Smarana und ich schicke mal ein bisschen Energie zu euch. Dann könnt ihr die auch schon, diejenigen, die sehr feinfühlig sind, die können das auch schon genießen. Und stimme mich jetzt ein. Ich rufe die Energie des Schutzes für dich, für mich, für uns alle. Und ich bitte um die höchsten, göttlichsten Botschaften der Liebe, rein und klar für uns alle. Einströmt die Energie der weißen Bruderschaft. Sie strömt ein
und sie bringt Licht. Licht in das Dunkel, Licht in das Bewusstsein. Sie bringt überall dorthin Licht, wo es wichtig ist, dass Licht entsteht. Und du, geliebter Mensch, du darfst dieses Licht unterstützen. Und zwar kannst du dir nun vorstellen, wie du am Strand liegst, am Meer, wie du das Meeresrauschen hörst, den Sand unter deinem Körper spürst und das Licht der Sonne auf deinem Körper spürst. Das Licht, welches dich voller Liebe berührt und welches sich nun mit dem Licht der weißen Bruderschaft vermischt. Und du beginnst, diese große Strahlkraft wahrzunehmen, diese Strahlkraft, welche deine Seele trägt, welche sie schon immer trägt. Lasse dich tragen von dieser Kraft, denn die Energien der weißen Bruderschaft möchten deine Seele öffnen und auch dein Herz öffnen, wenn du es nun erlaubst, um dich zu stärken, durch die aktuelle Zeit hindurchzukommen. Und so füllt dich die Energie des Lichtes aus. Und wenn du es dir erlaubst, dann darfst du dich nun mit deiner Seele verbinden, mit deinem hellen Seelenlicht, welches aufleuchtet, welche durch das Licht der weißen Bruderschaft genährt wird. Und so dich dazu bringt, die höheren Dimensionen des Lichtes zu fühlen. Und so verbinde dich mit deiner Seele und spüre die Weite des Universums. Spüre und fühle, dass dieses Leben, in welchem du jetzt lebst, nur ein ganz kleiner Teil von den vielen Leben ist, welche du bereits gelebt hast. Und spüre auch die höhere Weisheit, welche hinter dieser Liebe wohnt. Deine Seelenweisheit, welche dir es möglich macht, klare Gedanken zu bekommen und durch diese klaren Gedanken deinen Weg in der aktuellen Zeit zu finden. Du wirst nun von der weißen Bruderschaft mit Lebensenergie bestrahlt. Deine Seele und dein Bewusstsein werden angehoben, sodass es dir leichter fallen wird, durch die aktuelle Zeit hindurchzugehen. Deine Kraft wird ausgedehnt und gestärkt. Du wirst energetisch aufgebaut und dein Weg leuchtet, dein Seelenweg leuchtet jetzt von dem Licht. Klar und hell liegt er vor dir. Erkenne deine Kraft. Erkenne deine Seelenweisheit. Und erkenne deine göttliche Führung. Denn alles ist gut, sobald du mit deiner Seele verbunden bist und aus den kollektiven Strukturen austrittst. Diese Strukturen, welche dich fangen möchten und festhalten möchten, mit dem Licht,
der weisen Bruderschaft, mit dem Licht der Liebe des Universums, findest du den Weg zu deiner Seelenweisheit und entkommst all dieser Fesseln und erkennst deine Freiheit, die Freiheit des Geistes, die Freiheit der Seele, deines Willens. Und so darf sich diese Freiheit nun in dir ausdehnen. Und diese Freiheit, die sagt dir, alles ist möglich. Es liegt an dir. Du entscheidest, wie es sein wird auf der Erde. Und so überreichen dir die Lichter der weißen Bruderschaft ein Licht und legen es in deine Hand. Nehme dieses Licht voller Achtsamkeit und Freude entgegen. Denn dieses Licht wird dich immer daran erinnern, dass das Licht der Freiheit in dir ruht und dir niemand nehmen kann. So nehme dieses Licht mit dir. Es ist ein Geschenk, das Licht der Freiheit für dich. Und so verabschiedet sich die weise Bruderschaft von dir mit einem Lichtstrahl der Liebe. Und ich bedanke mich für die hohen Energien und diese große Liebe und Wahrheit. Und du kommst langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Spürst dein Zuhause, fühlst dich kraftvoll und stark. Das Licht der Weisheit strahlt nun in dir. Und das Licht der Freiheit leuchtet deinen Weg. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Und ja, was soll ich sagen? Ich denke, ich freue mich auf die neue Zeit mit der ganzen Kraft meiner Seele. Und ich bin da, damit es sich ändern kann in alles Positive, in alles Lichtvolle, was wir uns zusammen wünschen. Und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Ein Küsschen. Ich hab dich so lieb. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.